Erhöhe bitte deine Ansprüche, wechsle deine limitierenden Glaubenssätze. Und der dritte Punkt, finde deine Strategie. Und wenn deine Strategie nicht funktioniert, was musst du machen? Als erstes stell dir mal die Frage, wo stehe ich überhaupt in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 7 Jahren? Schreib's auf, mach es schriftlich, leg die Strategie fest. Und was müssen wir dann machen hier, wenn es nicht funktioniert? Ändern. Und wenn das nicht funktioniert, ändern. Und wenn das nicht funktioniert, ändern. Und es ist doch überhaupt kein Problem, wenn wir dabei hinfallen. Das Problem ist dann, wenn wir liegen bleiben. Was entscheidend ist, nicht ob wir fallen, sondern wie hoch wir zurückfedern. Wir leben in einer Zeit, in der es wahrscheinlich nur noch eine einzige Konstante gibt. Und das ist Veränderung. Und wenn wir uns das anschauen, von der Digitalisierung über die Globalisierung bis hin zum Wandel der Arbeitswelten mit all diesen unglaublichen Chancen und Möglichkeiten. Und da frage ich mich immer, warum nutzen so wenige Menschen diese Möglichkeiten? Oder was machen Menschen, die ihre Chance beim Schopfe packen und vorangehen, die die Möglichkeiten nutzen? Und ich habe mich vor Jahren gefragt, gibt es hier ein Muster? Gibt es Schritte? Und ich fand heraus, dass es jeder Veränderungsprozess 3 grundsätzliche Schritte hat. Ich nenne es den Dreiklang der Veränderung. Und der erste Schritt heißt, erhöhe deine Ansprüche. Erhöhe deine Ansprüche. Und vielleicht wirst du an der Stelle sagen, weißt du überhaupt, wie hoch meine Ansprüche sind? Nein, das weiß ich nicht. Aber eines kann ich dir sagen, möchtest du den nächsten Schritt gehen, dann musst du deine Ansprüche letztlich erhöhen. Warum? Wir Menschen sind adaptive Wesen. Das heißt, wir passen unsere Energiemenge unseren Ansprüchen an. Stellst du dir kleine Ansprüche, wird dein Organismus ein kleines Maß an Energie zur Verfügung stellen. Erhöhst du die Ansprüche, erhöht sich die Energiemenge. Geht allerdings nur, solange es dein Gehirn für sinnvoll erachtet. Wenn du den Bogen überspannst, dann wird er letztlich irgendwann brechen. Und wir alle kennen diese Menschen, bei denen Vision und Halluzination irgendwo so einen fließenden Übergang hat. Und wenn du sagst, ja, ich möchte die Ansprüche erhöhen, dann brauchen wir was? Wir brauchen Mut, weil das schaut im ersten Moment abenteuerlich aus, wenn wir die Ansprüche erhöhen. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen Anstrebungsziele und nicht Vermeidungsziele. Weil wenn wir Vermeidungsziele haben, kommen wir nicht wirklich ins Handeln, nutzen unsere Ressourcen nicht. Wenn ich so auf die Fußball-Bundesliga schaue, diese 18 Mannschaften, dann habe ich mit 8 Mannschaften in der letzten Dekade arbeiten dürfen. Und als ich das erste Mal in die Bundesliga kam, die Fußball-Bundesliga 2007, 2008, war das bei der Eintracht in Frankfurt. Und ich kam ins Trainingslager. Ich kam ins Trainingslager und die Spieler waren aus dem Häuschen, dass ich kam. Es war nämlich der freie Nachmittag. Und Trainer damals Friedhelm Funkel, Co-Trainer Armin Reutershahn, sympathische Spieler, eine tolle Mannschaft, tolles Trainerteam. Und so nach einer Weile fragte ich die Mannschaft, was sind eure Ansprüche für die Saison? Was glaubt ihr, was ich als Antwort bekam? Nicht absteigen. Ich sage, Jungs, das schafft er ohne mich. Sagt einer, wer weiß. Dann habe ich gesagt, angenommen, es wäre eine Saison und ihr sagt, das war eine Hammer-Saison. Wie viele Punkte habt ihr? Sagt einer 40. Sag ich, hervorragend, aber sag mir, warum 40? Sagt der Nebenmann, dann sind wir nicht abgestiegen. Und ich dachte mir, ja, wir müssen arbeiten. Dann habe ich gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir aus einem Vermeidungsziel, nicht absteigen, ein Anstrebungsziel machen? Wie wäre es mit 41, 42, 43 Punkten? Ruhe. Die meisten Spieler schauten mich mit solchen Augen an und ein einziger, den werde ich mein Leben nicht mehr vergessen in der letzten Reihe, der nickte immer. Oh, und ich dachte mir, ja, wenigstens einer, der an dich glaubt. Leider hat man mir erst im Nachgang erklärt, der spricht nicht Deutsch. Dann habe ich gesagt, wie wäre es mit 44, 45,
45 oder mehr, 45 plus, dabei wurde es ihm übersetzt, war der auch ruhig. Zum zweiten Trainingslager, alles noch vor der Saison, habe ich ein Trikot machen lassen mit der Rückennummer 45 plus. Das sehen Sie hier im Stadion der Eintracht. Sie sehen auch, dass das schon eine gute Weile her ist, eine Dekade. Damals habe ich noch lange Haare getragen. Und dieses Trikot, wo jeder Spieler sich committed hatte, stand bei jedem Spiel Heim- und Auswärtsspiel in der Kabine. Bevor die Spieler auf ihr Spielfeld gingen, sind sie an ihrem Commitment vorbeigegangen. Und jetzt frage ich euch, ist es Zufall, wie die Saison ausging? Man hatte 23 Punkte in der Hinrunde, 23 in der Rückrunde. Exakt 45 plus. Erhöhe deine Ansprüche und setze dir Anstrebungsziele. Der zweite Schritt, wechsle, verändere limitierende Glaubenssätze. Und Glaubenssätze, das ist eine innere Kraft, die dich antreibt, aber manchmal auch blockiert und manchmal sogar dich zerstören kann. Glaubenssätze wie, ach, ich habe kein Talent, ich bin nicht gut genug, ich wohne in der falschen Region oder ich finde nicht die richtigen Mitarbeiter, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Kommt mal nach einem Firmenvortrag ein Herr zu mir, so Modell 55 Jahre, weinerlicher Grundton und sagt zu mir, Herr Löhr, ich habe noch 5 Jahre, lohnt es sich, dass ich noch mal angreife? Habe ich zu ihm gesagt, haben Sie Vermögen? Sagt er, nein, sage ich, angreifen. In einer Zeit, in der das ganze enzyklopädistische Wissen sich alle 5 Jahre verdoppelt, will der Pause machen 5 Jahre, das ist Wahnsinn. Oder ich gebe Ihnen eine Metapher dafür. Wer ist mit dem Auto hier und hat noch so eine richtige Handbremse? Keine Feststellbremse, eine richtige Handbremse. Darf ich dich fragen, wo geht's heute noch hin? Oder morgen? Nach Ostwestfalen. Sie haben Angst, dass ich komme. Okay. Also, Sie schießen hier aus Köln raus Richtung Ostwestfalen. Und Sie stellen fest, als Sie gerade aus Köln rauskommen, Handbremse angezogen. Was werden Sie machen? Lösen. Nur die ganz Harten werden sagen, boah, das Ding ist angezogen, jetzt muss ich mehr Gas geben. Wir lieben unser Auto. Aber warum machen wir das mit unserem Gehirn alles mit? Denn ein limitierender Glaubenssatz ist hier wie eine Handbremse im Auto, die angezogen ist. Man kommt voran, aber niemals mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Und deswegen 5 Punkte, um die Handbremse hier oben zu lösen. Erster Punkt, bitte bestimmt eure limitierenden Glaubenssätze und Überzeugungen. Bestimmen Sie. Zweiter Punkt, hinterfrage das. Und die wichtige Frage, die hier dahinter steht, was passiert, wenn ich nichts daran verändere? Was passiert, wenn ich nichts daran verändere? Diese Frage erzeugt bei uns Menschen oft Schmerz. Schmerz, der uns ins Handeln bringt, rausbringt aus der Komfortzone. Der dritte Punkt, ersetze negative durch positiv ermutigende Überzeugungen und Glaubenssätze. Und das alles hat nur einen Sinn, wenn der vierte Schritt dazu kommt. Und der vierte Schritt ist, du brauchst für dein Gehirn Beweise und Erfahrungen. Suche Beweise und Erfahrungen. Und wenn ich zu euch sprechen darf, ja, was möchte ich euch geben? Erfahrungen. Wo kriegen wir noch Erfahrungen her? Indem wir Dinge selber tun. Sprecht mit Menschen, die das schon erreicht haben, was ihr erreichen wollt. Lest Bücher, hört Podcasts, bildet euch weiter. Ich habe letzte Woche eine Studie gelesen, dass der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer sich 17 Tage weiterbildet im Jahr. Das ist blanker Wahnsinn. Lass das bitte nicht zu. Mach hier einen Unterschied. Frag dich, kommen wir in revolutionäre Zeiten? Und wenn du sagst ja, dann ist die Frage, ist deine Erneuerungsquote so revolutionär, wie es die revolutionären Zeiten sein werden? Und dann kommt der fünfte Punkt. Visualisiere, wie deine neuen Glaubenssätze dich zu deinen Zielen bringen. Visualisier. Was heißt visualisieren? Vergegenwärtigen in Bildern. Das ist eine der mächtigsten mentalen Strategien, die wir im Spitzensport hier zur Verfügung haben. Und
Da steckt eines dahinter. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einer gemachten und intensiv vorgestellten Erfahrung. Für dein Gehirn ist es völlig egal, ob du etwas erlebst oder dir vorstellst. Lediglich das Maß der Emotion im Kontext macht hier den Unterschied. 2007. Ich hatte das Vergnügen, die deutsche Handballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft hier in Deutschland mental zu unterstützen. Und es gab eine fast schon Übermannschaft, einen ganz klaren Favoriten Frankreich, der 2008 Olympiasieger, 2009 Weltmeister wurde. Aber es war eine tolle, funktionierende Mannschaft. Es waren Spieler, die bereit waren, über die Grenzen hinauszugehen, und es war eine Heim-WM. Und ich habe der Mannschaft immer wieder im Trainingslager das Bild gegeben vom 4. Februar 2007. Dort, wo ihr sitzt, Markus Bauer in dieser Halle hält den Weltpokal in der Hand. Deutschland schreibt Handballgeschichte. Das ist keine Garantie, aber das ist die Voraussetzung. Was du letztlich nicht sehen kannst, wirst du nicht erreichen. Erhöhe bitte deine Ansprüche, wechsle deine limitierenden Glaubenssätze. Und der dritte Punkt, finde deine Strategie. Und wenn deine Strategie nicht funktioniert, was musst du machen? Als erstes stell dir mal die Frage, wo stehe ich überhaupt in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 7 Jahren? Schreib's auf, mach es schriftlich, leg die Strategie fest. Und was müssen wir dann machen hier, wenn es nicht funktioniert? Ändern. Und wenn das nicht funktioniert, ändern. Und wenn das nicht funktioniert, ändern. Und es ist doch überhaupt kein Problem, wenn wir dabei hinfallen. Das Problem ist dann, wenn wir liegen bleiben. Was entscheidend ist, nicht ob wir fallen, sondern wie hoch wir zurückfedern. 2009. Jan Koum und Brian Acton wollen unbedingt zu Facebook, wollen dort arbeiten, ihre Gedanken, Ideen einbringen. Doch Facebook will sie nicht haben. Ein paar Wochen später gehen sie zu einem Freund, um ihm zu erzählen von einer Idee, einer App. Der begrüßt sie und sagt, wie geht's? What's up? Und sie denken sich, what's up? Hey, wir wollen eine App machen. Weißt du was? Wir nennen sie WhatsApp. Eine Woche später gründen sie die Firma WhatsApp. Es vergehen 5 Jahre. Wir schreiben das Jahr 2014. Brian Acton und Jan Koum verkaufen für 19 Milliarden Dollar WhatsApp. An wen? Facebook. Es ist nicht entscheidend, wie tief du fällst, sondern wie hoch du zurückfederst. Und alles, was ich bisher gesagt habe, ist Makulatur, wenn nicht ein weiterer Erfolgsfaktor dazukommt. Deine Lust auf Erfolg, dein Leuchten in den Augen, deine Begeisterung, Außergewöhnliches für die Zukunft zu bewegen. Denn Begeisterung verleiht Flügel. Das ist eine Magie, deren Zauber man sich nicht entziehen kann. Und um Außergewöhnliches zu bewegen, da brauchen wir keine Position, da brauchen wir keine Macht, da brauchen wir Begeisterung, die konzentriert die Idee ist und uns eine faszinierende Präsenz verleiht. Und ich möchte euch zum Abschluss noch erzählen, wie mir jemand das mal aber so richtig beigebracht hat. Ich war, das ist viele Jahre her, in einem Lokal in Augsburg. Sitz dort mit meiner damaligen Partnerin, wir unterhalten uns nett. Plötzlich höre ich Stimmengewirr am Eingang. Wer steht dort? Ein Rosenverkäufer. So hoch, solche langstieligen Rosen und was für Wahnsinnssätze auf den Lippen. Wolle Rose kaufen. Mit welchem Alternativklassiker? Schöne Dame, schöne Rose. Ich hatte ein bescheidenes Verhältnis zu Rosenverkäufern. Sehe aber, wie der beim Tisch dort steht und den Leuten Klaps auf die Hand gibt. Und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Am nächsten Tisch sitzt der dort und trinkt ein Bierchen mit. Ich lege den Gedanken weg, es kommt, wie es kommen muss. 10 Minuten später steht er bei uns am Tisch, sagt zu mir Hallo. Sage ich Hallo und wuff, hatte ich die Rosen vor der Nase. Drück sie weg, grinst er mich an und sagt, schöne Dame, schöne Rose. Jetzt sagte ich, schöne Dame braucht keine schöne Rose. Kleiner Tipp für uns Herren aus der Retro-Perspektive, war kein Bringer.
Worauf er zu mir sagt, aber schöne Dame braucht schöne Rose. Jetzt wurde ich deutlich und sagte, schöne Dame braucht keine schöne Rose. Sagt er, wie ist dein Name? Sag ich, Jörg. Und deiner? Sagt er, Ahmed. Sag ich, gut, Ahmed, liegt irgendwas noch an? Sagt er, ja, Jörg, schöne Dame braucht schöne Rose. Ich dachte, ich bin im falschen Film gelandet. Ich sag zu ihm, Ahmed, hör mir bitte ein letztes Mal zu. Schöne Dame braucht keine schöne Rose. Grinst er mich an und sagt, doch, und übergibt mir eine Rose, schenkt sie mir, damit ich sie weiterschenken kann. Könnt ihr euch annähernd die entstandene Situation vorstellen? Sag dreimal in der Öffentlichkeit, schöne Dame braucht keine schöne Rose und jetzt liegt es an dir, die gerade geschenkt bekommene Rose weiterzugeben. Genießt es, ich verspreche euch, die Situation hat was. Ich übergebe die Rose, Kommentar, vielen Dank. Ihr werdet euch denken können, die Kommunikation war im suboptimalen Bereich angelangt. Ja, und wir sind dann mit der Rose, die ich geschenkt bekommen habe, dann nach Hause gegangen. Was glaubt ihr, wie lange hält eine normale, langstielige Rose? 3-4 Tage? Ich sag's euch, Ahmeds Rosen halten 8 Tage. 8 Tage. Und jeden Morgen wachte ich auf, sah die Rose und dachte mir, guten Morgen, Ahmed. Das Ding segnete nach 8 Tagen das Zeitliche. Könnt ihr euch ungefähr meine Genugtuung vorstellen? Eine Woche später, wir sind in einem Biergartenzentrum von Augsburg. Wir sitzen dort auf so einer Bierbank in der Halbliterklasse. Plötzlich Stimmengewirr am Eingang. Wer steht dort? Und Ahmed war in brillanter Form. Ahmed kam rein, hat die Leute begrüßt und ich sehe, wie 4 Tische winken, dass er kommen soll. Und ich verstand die Welt nicht. Es kam, wie es kommen musste. 10 Minuten später steht er bei uns an der Bierbank, sieht mich. Erster Satz, als er mich sieht, oh, hallo Jörg. Und ich denke mir, oh mein Gott, der kennt noch meinen Namen. Ich sage, hallo Ahmed. Und dann grinst er mich an. Kennen Sie das gemeine Grinsen von Rosenverkäufern? Grinst mich an und sagt, und wieder mit schöner Dame. Und jetzt begann ein dramatischer Kommunikationsprozess in meinen beiden Gehirnhälften. Sage ich ja, kaufe ich eine überteuerte Rose. Sage ich nein, schenkt der Hirsch mir wieder eine Rose. Habe ich nach Tagesproblem. Was soll ich machen? Prinzipien gehen vor. Ich sage ihm, Ahmed, schöne Dame braucht heute keine schöne Rose. Sagt er, wie aus der Pistole geschossen, doch Jörg, aber heute machen wir halbe halbe. Was machen wir? Du halbe, ich halbe. Völlig, völlig perplex greife ich in meine Hosentasche, finde ein paar Münzen, gib ihm die. Der schaut die noch nicht mal an, übergibt mir die Rose, die ich jetzt mit einem besseren Gefühl weitergeben kann. Und sehe, wie er wieder zum nächsten Tisch geht und sich was Außergewöhnliches einfallen lässt. Und da hat er mir so ein wertvolles Kapitel beigebracht. Denn was hat er verkauft? Überteuerte rote Rosen. Aber er hat das, was er gemacht hat, mit so viel Herzblut, mit so viel Leidenschaft gemacht, dass ich mir dachte, was passiert mit deinen Spielen des Lebens, wenn du den Knopf der Begeisterung nach oben drehst. Und wenn immer ich Menschen treffe, die den Unterschied machen, in ihnen brennt ein ganz besonderes Feuer der Leidenschaft und Begeisterung. Und schau bitte mal kurz zu deinem Nachbarn. Dankeschön. Schau mal bitte kurz zu deinem Nachbarn und stell dir bitte mal eine Frage. Wie viel Ahmed steckt in ihr oder ihm? Und vielleicht kommst du ja mal auch nach Augsburg. Es ist nicht mehr ganz so leicht, Ahmed zu treffen. Ahmed ist mittlerweile so erfolgreich. Er hat sogar schon unter Ahmeds. Aber wenn du ihn siehst, dann wirst du sehen, dass es der ist, der den Unterschied auch tatsächlich macht. Und wenn du sagst, ja, ich habe Lust, was zu bewegen, ich habe Lust auf Erfolg, dann hat sich eine Zahl aus meinen offenen Seminaren, aus meinen Vorträgen wie eine Art Turbo erwiesen. Und das ist die Zahl 72. Alles, was wir Menschen nach einem Entschluss, nach einem klaren Commitment nicht innerhalb von 72 Stunden ins Handeln bringen, sinkt die Wahrscheinlichkeit der Realisierung auf unter 10%. Mach bitte du hier den Unterschied. Pack die Dinge an,
die für dich ein außergewöhnliches Leben wirklich ausmachen, die Dinge an, die den Unterschied machen. Und denk bitte dabei immer an meinen letzten Satz, der des heiligen Augustinus, der einmal so treffend sagte: Du kannst in anderen nur entzünden, was selber in dir brennt. Vielen Dank. Dankeschön. Das war der einzigartige Jörg Löhr. Ja, sollten wir nicht alle ein bisschen mehr Achmed sein? Wird dir der Vortrag gefallen, kommentier doch bitte hier unten. Und vor allen Dingen abonniere unseren Kanal, um nie wieder einen Vortrag zu verpassen. Was für ein Menschentyp bist du denn eigentlich? Um das herauszufinden, bieten wir dir jetzt kostenfrei eine Persönlichkeitsanalyse an. Klicke hier und registriere dich kostenfrei. Es dauert ganz, ganz wenige Minuten und finde heraus, was für ein Menschentyp du bist.